Servus und herzlich willkommen im Aquazentrum. Ich bin der Michi und installiere heute unsere Mineralkartusche. Sie enthält Biokeramiken und kann zur Vor- und Nachmineralisierung von Wasser verwendet werden. Zum Beispiel bei dieser Umkehrosmoseanlage habe ich sie nach der ganzen Filter- und Membrangeschichte eingebaut. Sie erhöht mir den pH-Wert des Wassers um ca. 1,5 bis 3,5 pH und senkt den Redoxwert des Wassers um bis zu minus 300 mV in den antioxidativen, negativ geladenen Bereich. Ganz ehrlich, ohne die mag ich Osmosewasser nicht trinken. Diese Mineralkartusche wird allerdings zur Mineralienanpassung vor unserem neuen, besten Stück, dem AquaVolta Cavendish 2.0 verwendet. Eine Besonderheit des Cavendish, er kann auf und unter Tisch montiert werden. Die Links zu diesen Videos findet ihr in der Beschreibung oder hier oben rechts in der Infobox. Jetzt zur Sache. Bei der Lieferung sind die Kartusche, die Klemmen und die Quickfittings dabei. Ich brauche nur noch zwei Schrauben und meinen Akkuschrauber. Die Mineralkartusche hat eine Flussrichtung, die ich beim Einbau beachte. Sie kann horizontal oder vertikal, wie ihr gleich seht, eingebaut werden. Ich schiebe die Klemmen über die Kartusche, halte sie dorthin, wo ich sie haben will und markiere die Position der Klemmen. Sieht dann so aus. Ich ziehe die Klemmen wieder ab und schraube jetzt die obere an die Wand meines Unterschranks. Unten dasselbe. Zack, Kartusche in die Klemmen, Flussrichtung beachten. Der Zufluss muss bei vertikaler Montage oben sein. Die untere Kappe ist schon runtergefetzt, die obere kommt auch noch ab. Kleine Kappen müssen auch weg. Das hier, ach nee, ich mache zuerst oben am Zulauf das Feinregulierventil drauf. Jetzt unten den 90-Grad-Bogen einfach draufschieben. Fertig. Kurz den Dreck wegsaugen und weiter geht's. Hier an dem genialen Winkelabsperrventil von John Guest schließe ich gleich die Minerade an. Wie man ein John Guest T-Stück ans Kaltwasser-Eckventil baut, ist eines unserer meistgesehenen Videos. Für euch in der Info oder in der Beschreibung. Oben am Zulauf stecke ich den Schlauch bis zum Anschlag rein. Aber Michi, wo kommt jetzt der Schlauch her? Der 1/4 Zoll Schlauch ist bei der Osmose oder dem Ionisierer dabei. Ich schneide mir ein elegantes Stück ab. Einfach mit der Schere. So, schnipp. Und dann da rein. Unten nehme ich ein längeres Stück Schlauch, da ich die Kartusche erstmal spülen werde. Schnittfläche vom Schlauch ein bisschen rund drücken und rein damit in den Bogen. Jetzt Wassermarsch. Oh halt! Erst den Schlauch in einen Eimer hängen und wie bei jedem neuen Filter das erste Wasser 1 bis 2 Minuten ablaufen lassen, bis es klar ist. Nun drehe ich das Ventil auf. Kommt nichts. Na ja, das Eckventil ist noch zu. Jetzt kommt's.
Wenn das Wasser klar wird, bin ich fertig. Der Durchfluss erscheint mir ein bisschen zu hoch. Ich drehe das Feinregulierventil ein wenig zu. Mit diesem Ventil reguliere ich später auch den Durchfluss des Ionisierers. So, jetzt haben wir's. Ich drehe das Eckventil wieder zu, denn ich installiere ja später noch den Ionisierer. Yasin sagte mir, ich solle unbedingt im Video erwähnen, dass sich Druck in der Kartusche aufbaut, welcher dann beim Öffnen des Wasserhahns bei Osmose oder Ionisierer auf solche Art entweicht. Für mehr Infos besuchen Sie bitte unsere Website aquacentrum.de. Michi out. Lauter Wasserfilterverkäufer, jeder behauptet, dass das Wasser super mega oberdreckig ist und nur seine Filteranlage die beste ist. Von der Umkehrosmose, Aktivkohlefilterung, Wasserionisierer, nur Wasserstoffgeneratoren. Ich kann sagen, im Aquacentrum ist für alle Philosophie Platz. Mehr kann ich echt auch nicht machen. Testet es einfach, schmeckt es, ihr werdet merken, dass es euch wirklich gut tut. Egal welches Wasser, es fühlt sich einfach nur super wohl an, ohne Asselkot und Asselleichen. Basisch oder nicht, das ist dann euch überlassen. In Liebe.